Der Schmied gehorcht nur Gott, denn seine Hände reparieren seinen Körper. Erbauer Robert Bumaro. Gruppennummer GOI 004. Die Kirche des zerbrochenen Gottes. Mitglieder: drei bekannte Fraktionen, insgesamt etwa 300.000 weltweit. Ressourcen: 1 bis 5 Milliarden US-Dollar jährlich. Anormale Fähigkeiten. Status: aktiv. Beschreibung: Bei der Kirche des zerbrochenen Gottes handelt es sich um eine anormale religiöse Organisation, die den Prozess der Mechanisierung anbetet und Fleisch und Leben generell für von Natur aus böse oder, Zitat, kaputt hält. Obwohl ihr Ursprung unbekannt ist, wurden Artefakte, die mit dem zerbrochenen Gott in Verbindung stehen, bereits bei archäologischen Ausgrabungen aus der Zeit der griechischen Klassik gefunden, und eines der kirchlichen Dogmen behauptet, ihre Entstehung läge vor der Geburt des Lebens auf der Erde. Die zentrale Überzeugung der Kirche ist, dass ihre Gottheit verteilt, zerstreut oder anderweitig inaktiv ist. Durch den Einsatz von oft anormaler Technologie versuchen die Kirchenanhänger, die Bestandteile des Leib Gottes zusammenzubringen und dadurch dem Göttlichen wieder eine physische Form zu ermöglichen und eine Art technoorganische Apotheose herbeizuführen. Seit ihrer Entdeckung konnten dieser Gruppe mehrere SCPs zugeordnet werden. Beim derzeitigen Anführer der ältesten noch existierenden Konfession, der zerbrochenen Kirche, englisch The Broken Church, GOI 004a, handelt es sich um eine Person, die in den Aufzeichnungen als, Zitat, seine Heiligkeit Robert Bumaro, Erbauer des zerbrochenen Gottes, identifiziert wird. Bumaro führt diesen Titel offenbar bereits seit 1946. In den Aufzeichnungen der spanischen Nationalisten aus dem Jahr 1938 findet sich ein ziviler Mechaniker namens Umberto Bumaro, welcher mehrere offizielle Auszeichnungen für seine, Zitat, wunderbaren Ingenieursleistungen und mechanischen Reparaturen im Dienste des Staates erhalten hatte. Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt und wo er sich während des Zweiten Weltkrieges aufhielt, ist unbekannt. Während diese Konfession ihre Bemühungen um die Rekonstruktion ihrer Gottheit fortsetzt, hat die Religion als Ganzes irgendwann im vergangenen Jahrhundert ein großes Schisma durchgemacht. Es gab zwei bedeutende Abspaltungen von der ursprünglichen Kirche und diese gerieten untereinander in einen theologischen Konflikt. Wir glauben, wie wir nach dem Plan Gottes gegossen wurden. Das Schema des Patriarchen. Die orthodoxe Kirche der Zahnräder, englisch Cockrock Orthodox Church, GOI 004b, befürwortet eine direkte Auslegung der religiösen Ikonografie, die als, Zitat, Standardisierung bekannt ist. Deshalb unterziehen sich die Anhänger anormalen mechanischen Verbesserungen, die das erklärte Ziel haben, sich selbst im Bild oder Plan ihrer Gottheit neu zu gestalten. Aufgrund des Ausmaßes dieser mechanischen Veränderungen geben Mitglieder dieser Konfession oft ein hörbares Ticken oder Klopfgeräusch von sich und werden von Mitgliedern der beiden anderen Konfessionen in abfälliger Weise als Ticker bezeichnet. Die Zahnradorthodoxie hält sich bewusst an die technologischen Normen der späten industriellen Revolution und betrachtet die Massenproduktion von analogen, dampf- und uhrwerkgetriebenen Maschinen als eine Form des Gebets. Die orthodoxe Doktrin wird durch eine zentrale Gruppe unbekannter Zusammensetzung, den sogenannten Patriarchen, kontrolliert und bestimmt. Die Gruppe erstellt detaillierte Produktionsanweisungen und Entwurfsdokumente, welche den Kern der äußerst umfangreichen Heiligen Schrift dieser Konfession darstellen. Der orthodoxe Glaube lehnt die Verwendung elektronischer oder digitaler Bauteile ab und betrachtet verteilten Informationsaustausch und Dezentralisierung als Auflösung des göttlichen Wissens. Wörter des Propheten.txt. Die Kirche des Maxwellismus, englisch Church of Maxwellism, GOI 004c, vertritt eine modernisierte, auf Computer und Netzwerken basierende Form der Anbetung. Es ist keine zentral organisierte kirchliche Struktur bekannt.
Befragungen und verdeckte Überwachungen haben jedoch ergeben, dass alle bekannten Zellen in regelmäßigem Kontakt miteinander stehen und in der Lage sind, sich zu koordinieren. Die Maxwellisten befürworten die Modifikation des Körpers in kleinem Maßstab durch den Einsatz fortgeschrittener Kybernetik und die Verbesserung der Organe. Während bei Mitgliedern zwar durchaus künstliche Gliedmaßen oder verstärkte Skelette beobachtet werden konnten, konzentrieren sich maxwellistische Implantate in erster Linie auf Kommunikation, Datenspeicherung, Netzwerkfähigkeiten und sensorische Verbesserungen. Die maxwellistische Doktrin interpretiert den zerbrochenen Gott als eine, Zitat, fragmentierte Gottheit, die in Form disparater Daten in den vernetzten Technologien und im kulturellen Zeitgeist des digitalen Zeitalters existieren. Anbeter nähern sich dem Göttlichen, indem sie sich auf ihre Individualität fokussieren und dadurch erlangtes Wissen und ihre Fertigkeiten zum Wohle der kollektiven Kirche teilen. Sie glauben, dass ihr Gott als die Akkumulation des Willens aller Menschen neu kompiliert werden kann und versuchen daher, den Verstand der Menschen durch Computernetzwerke miteinander zu verknüpfen. Von den anderen Konfessionen werden Maxwellisten häufig als die Summenden bezeichnet, da sie die Geräusche von Computerlüftern als Meditationshilfe verwenden. Aufgrund der fragmentarischen Natur von GOI-004 ist es schwierig, einen klaren zeitlichen Verlauf der Geschichte der Kirche zu bestimmen. Bei jeder Razzia auf Kirchenzellen werden widersprüchliche Informationen über ihre Ursprünge, Primärdoktrin, wichtige Persönlichkeiten und historische Entwicklungen gefunden. Das rückwirkende Erkennen nicht zusammenhängender Kulte als Vorläufer der zerbrochenen Kirche stellt noch heute die Historiker der Foundation vor erhebliche Probleme. Es folgt eine kurze Zusammenfassung über die Geschichte der Kirche aus Quellen, welche von der Foundation gegenwärtig als die zuverlässigsten eingestuft werden. Diese Zusammenfassung ist als grober Leitfaden im Umgang mit Mitgliedern der GOI oder vermutete Artefakte zu verwenden. Alle Forscher und Foundation-Agenten seien daran erinnert, dass es sich hierbei um unvollständige Informationen handelt, die mit jeder neuen Entdeckung erweitert oder geändert werden können. XIA, anormale kulturelle Gruppe. Neuere archäologische Funde in antiken, anormalen Ausgrabungsstätten haben eine Verbindung zwischen der alten XIA-Dynastie, einer legendären Dynastie, die China von 2100 bis 1600 vor Christus regiert haben soll, wofür es jedoch keine nicht anormalen Beweise gibt, und dem Kult des zerbrochenen Gottes hergestellt. Die XIA-Kultur praktizierte eine dualistische Religion und verehrte die Vaterschlange Fuxi und den Mutterdrachen Nüwa, welche respektive für den zerbrochenen Gott und die sakische Gottheit stehen. Es heißt, dass Gelehrte den Weg der Schlange praktizierten und Mitglieder der Kultur sich im Alter von 12 Jahren schlangenähnlichen Verwandlungen unterzogen, um angeblich den Körper des Drachen zu ähneln. Diese anormalen Verwandlungen zusammen mit der anachronistischen Technologie, die aus archäologischen Stätten geborgen wurde, belegen, dass es sich bei der Xia-Dynastie um eine der ersten anormalen Zivilisationen in den historischen Aufzeichnungen handelt. Der Kosmologie der Xia-Kultur zufolge kämpften Fuxi und Nüwa nach der Erschaffung der Menschheit gegeneinander. Dieser Kampf gipfelte schließlich darin, dass sich Fuxi in einen großen Messingkäfig verwandelte, um Nüwa einzusperren. Während die Verehrung von Fuxi Vorrang vor der Verehrung Nüwas hatte, sahen die Xia die Wiederherstellung der Gestalt Fuxis als ein Ereignis, das um jeden Preis verhindert werden musste, da ansonsten Nüwa aus ihrem Käfig befreit werden würde und dies das Ende der Welt zur Folge hätte. Die Dynastie soll mit dem Gelben Kaiser begonnen haben, einer legendären Figur, die als Initiator der chinesischen Zivilisation gilt und die zeitgenössischen Verehrer von Fuxi und Nüwa besiegte. Im Laufe ihrer Geschichte geriet die Xia-Zivilisation immer wieder in Konflikte mit anderen Zivilisationen wie den bereits erwähnten Kulten, der autotanischen Zivilisation der zukünftigen Shang-Dynastie und redigiert. Die Xia-Kultur war deutlich weiter fortgeschritten als jede andere Zivilisation ihrer Zeit. Sie haben neben Apparaten, die Computer ähnelten und künstlicher Intelligenz auch ein Schriftsystem erschaffen, das weiterentwickelt war als das der später folgenden Shang-Dynastie und sogar Geräte zur Verzerrung der Realität gebaut. Sie waren versierte Schmiede, die insbesondere mit Bronze und der in anormalen Objekten vorkommenden Beryllium-Bronze-Legierung arbeiteten. Die Eigenschaften dieser Legierung werden derzeit noch erforscht.
Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Xia-Kultur Methoden für interstellare Reisen entwickelt hat. Ob diese tatsächlich verwirklicht oder nur theoretisiert wurden, ist nicht geklärt. Die Xia-Dynastie endete durch einen Konflikt mit Kreaturen, die als, Zitat, goldene Krähen bezeichnet wurden, die alle physischen Spuren für die Existenz der Xia, mit Ausnahme einiger weniger anormaler Städten, Objekten und Organismen, zerstörten. Informationen über die Dynastie überlebten durch Legenden, in denen sie umgebenden und ihr nachfolgenden Kulturen. Außerdem gibt es Berichte über die Existenz Überlebender, welche als Hüter der vergessenen Geschichte fungieren. Siehe Dokument 2481 für weitere Informationen über die Xia-Kultur. Das Mekanitische Reich. Es wurden zahlreiche Beweise für die Präsenz von Kulten des zerbrochenen Gottes in der mykenischen Kultur gefunden, einer griechischen Zivilisation, die etwa von 1600 bis 1100 vor Christus existierte. Der zerbrochene Gott wurde unter dem Namen Mekane angebetet, was wörtlich übersetzt Maschine bedeutet. Mit der Zeit wurde der Kult mächtig genug, um ein mekanitisches Reich zu errichten, das etwa von 1200 vor Christus bis 1000 vor Christus Bestand hatte. Beim mekanitischen Reich handelt es sich um einen stark zentralisierten, theokratischen Staat, in dem es keinen Unterschied zwischen der Position eines politischen, religiösen oder militärischen Führers gab. Der Staat hatte die Kontrolle über die Produktion von Gütern, insbesondere über die Metallindustrie, welche als heiliges Handwerk betrachtet wurde. Das Reich unterhielt starke Handelsbeziehungen mit Ägypten, Assyrien und Kanaan. Ihre aggressive Handelspolitik, ihre Missionierungspraktiken und die Stärke ihrer Seestreitkräfte machten sie zu einem der mächtigsten Staaten der damaligen Zeit, wenngleich sie bei der zeitgenössischen Zivilisation einen unliebsamen Ruf hatten. Das Mekanitische Reich führte mehrere wichtige Konzepte in die Theologie der zerbrochenen Kirche ein, insbesondere die Etablierung des Wiederaufbaus des zerbrochenen Gottes als Endziel der Kirche. Schriftliche Berichte dokumentieren den Wandel von einer primär deistischen Religion zur heutigen Apotheose-Doktrin bereits für das Jahr 1154 vor Christus. Interessant ist, dass das früheste bekannte Dokument, das diese Doktrin vorschlägt, den zerbrochenen Gott Wahn nennt. Eine Verbindung zu Wahn, welcher von der Kirche des Maximalismus angebetet wird, ist zur gegenwärtigen Zeit unbekannt. Die Beziehungen zwischen dem Mekanitischen Reich und zeitgenössischen Zivilisationen, vor allem den Daeviten und Sakikern, waren oft von Spannungen geprägt, obwohl es Beweise für Bündnisse zwischen den Mekaniten und den Daeviten gegen das Reich der Adi-Ym gibt. Die Spannungen zwischen den Mekaniten und dem Adi-Ym-Reich erreichten gegen Ende des 11. Jahrhunderts vor Christus einen historischen Höchststand. Überreste von riesigen Kolossen, die für diesen Konflikt gebaut worden waren, finden sich noch in der Aralkum-Wüste. Über das Ende des Krieges wird Unterschiedliches berichtet, obwohl man sich einig ist, dass die Mekaniten den Krieg zwar letztlich für sich entscheiden konnten, dem Staat aber erheblicher Schaden zugefügt wurde, was kurz darauf zum Zusammenbruch des Reichs geführt haben soll. Artefakte aus dieser Zeit wurden im Laufe der Jahre von verschiedenen anormalen Organisationen geborgen und tauchten unter anderem im 7. Okkulten Krieg wieder auf. Der Stadtstaat Amoni. Die Überlebenden des Mekanitischen Reichs durchlebten eine Spaltung nach dem Zerfall des Reiches. Ein beträchtlicher Teil reiste in andere Länder in der Hoffnung, neues Territorium zu finden, um sich dort niederzulassen. Der Rest blieb in Amoni, einer kleinen Siedlung, die durch den Krieg weitgehend unbeschädigt geblieben war. Für beide Gruppen war die Zeit unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Reichs davon geprägt, das gesammelte Wissen geheim zu halten. Die umliegenden Staaten beanspruchten sofort die Herrschaft über das ehemalige Gebiet des Reichs in der Hoffnung, die Geheimnisse der Technologie der Mekaniten zu finden. In ähnlicher Weise wurden die ehemaligen Mitglieder des Reichs gejagt, da sie als wertvolle Informationsquellen betrachtet wurden. Überlebende auf der Suche nach einer neuen Heimat verbargen ihre Herkunft und praktizierten ihre Religion oft heimlich oder verschmolzen ihren Glauben mit denen an andere Gottheiten. Es wird angenommen, dass die meisten Nachkommen dieser Überlebenden ihren Glauben schließlich aufgaben, um die Integration in die anderen Gesellschaften zu erleichtern. Währenddessen verbargen die Überlebenden des nun Stadtstaates Amoni Informationen über seine Lage vor dem Rest der Welt und lebten autark, während sie sich von den Auswirkungen des Krieges erholten. Es dauerte bis zum 6. Jahrhundert vor Christus, bis sie, aufgrund ihrer fortschrittlichen Technologie,
ihren Status als einflussreicher Akteur in der politischen Landschaft der Region wiedererlangten. Während ihre militärische Gesamtstärke mit dem Untergang des Reiches deutlich abgenommen hatte, waren Ingenieure aus dem Stadtstaat unter anderen Zivilisationen hochgeschätzt und gewannen mehrere wichtige Verbündete, die ihnen ein Fortbestehen garantierten. Amoni verfügte nicht mehr über eine große Armee oder über die Kontrolle über den Seehandel und konzentrierte sich stattdessen auf die Landwirtschaft und die Produktion einzigartiger Güter. Der Stadtstaat blieb Ausländern gegenüber verschlossen und versuchte unter allen Umständen gegenüber Außenstehenden kein Anzeichen von Schwäche zu zeigen. Die meisten Kontakte mit anderen Staaten fanden durch den Handel in bestimmten Häfen statt und die wahre Lage der Stadt blieb ein Geheimnis. Diese Isolation sollte bis zur Eroberung durch die Römer im 1. Jahrhundert vor Christus bestehen bleiben. Amoni war zutiefst von der Philosophie der pythagoreischen Kulte beeinflusst, wodurch der Glaube an die Bedeutung von Numerologie und Harmonie mit in die amonische Kultur einfloss. Es wird angenommen, dass die heutige gnostische Leseart der Theologie des zerbrochenen Gottes ihre Wurzeln in dieser Zeit haben könnte. Diese spirituellen Einflüsse führten zu einem deutlichen Anstieg der Literatur- und Kunstproduktion um das 5. Jahrhundert vor Christus und markierten damit das goldene Zeitalter der mekanitischen Literatur. Ähnliche Fortschritte in der Konstruktion von Automaten gab es um das 1. Jahrhundert vor Christus, die in der Schaffung der vermutlich ersten Beispiele für künstliche Intelligenz auf dem europäischen Kontinent gipfelten. Amoni blieb in den meisten militärischen Konflikten der damaligen Zeit neutral, obwohl man weiß, dass es dem Achämenidenreich im Krieg gegen die Sakika geholfen und zumindest zur Zeit der Punischen Kriege militärische Ausrüstung an das Königreich Karthago geliefert hatte. Der Stadtstaat sollte im 1. Jahrhundert nach Christus zerstört werden, nachdem ein Konflikt mit den Hebräern bewiesen hatte, dass ihre militärische Stärke nicht mehr unterschätzt werden durfte. Während Anhänger der Religion in der Region blieben, bildete sich bis zum 19. Jahrhundert keine weitere zentralisierte Organisation heraus. Die industrielle Revolution. Die Kirche des zerbrochenen Gottes erlebte während der industriellen Revolution ein Wiederaufleben und sah in der Verbreitung von Maschinen und Massenproduktion ein Signal für die bevorstehende Rückkehr Mekanes. Die verschiedenen überlebenden Zellen vereinigten sich mit dem erklärten Ziel, das Wort ihres Gottes in dieser neuen Ära zu verbreiten, unter dem, was heute als die zerbrochene Kirche bekannt ist. Zur gleichen Zeit begannen unter den Mitgliedern der Kirche Debatten über die Realisierbarkeit der Umwandlung in mechanische Entitäten auf der Suche nach einem sogenannten postnibianischen Seinszustand. Postnibianisch bezieht sich dabei auf einen hypothetischen Zustand, in dem das Subjekt einen Zustand der Gemeinschaft mit seinem Gott erreicht. Bekehrungen wurden seit dem Fall des mekanitischen Reichs nicht mehr häufig praktiziert und mehrere hochrangige Mitglieder der Kirche sahen jede Bekehrung ohne den zu dieser Zeit als verloren geltenden göttlichen Ichor als eine Verhöhnung des zerbrochenen Gottes. Es wird vermutet, dass Spannungen innerhalb der Kirche durch die damalige Oligarchie verschärft wurden, die Vorteile in dieser neuen Religion sah, aber nicht bereit war, sich der Autorität dieser Kirche zu unterwerfen. Letztendlich führte dies zum ersten großen Schisma in der modernen Geschichte der Kirche, als mehrere Splitterzellen sich von der Hauptkirche abspalteten, um die Erleuchtung in den neuen Technologien der 1840er Jahre zu suchen. Mit der wirtschaftlichen Unterstützung mehrerer wichtiger Fabrikbesitzer und dem Wissen über die kirchlichen Splitterzellen wurden mehrere Experimente über mögliche Wege einer körperlichen Veränderung durchgeführt. Die Splitterzellen unterdessen versuchten, die Mitglieder der damaligen Oligarchie weiter zu missionieren, wobei sie die Nützlichkeit der anomalen Technologie der Mekaniten und des Wunders der körperlichen Verbesserung als Gründe für eine Bekehrung betonten. Während nur wenige den Glauben annahmen, wurden viele zu Sponsoren der Splitterzellen, die von ihrem Wissen profitieren wollten. Das zunehmende Wissen über die Existenz der anomalen Technologie drohte den Schleier zu lüften, was zu den ersten Konflikten zwischen der damals im Entstehen begriffenen Foundation und der Kirche führte. Schließlich wurde die Mehrheit dieser Zellen unter den Patriarchen der orthodoxen Kirche der Zahnräder vereinigt, die Ende des 19. Jahrhunderts zum wichtigsten Segment der Kirche des zerbrochenen Gottes wurde. Das 20. Jahrhundert. Die Kirche des zerbrochenen Gottes begann das 20. Jahrhundert in der vorteilhaftesten Lage seit der Zerstörung des Stadtstaates Amoni. Die Entdeckung mehrerer mutmaßlicher Artefakte mit Verbindung zum zerbrochenen Gott durch die Zahnradorthodoxie veranlasste viele Anhänger zu der Annahme, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der zerbrochene Gott wieder zusammengefügt werden könnte.
Die zerbrochene Kirche, die nicht akzeptieren wollte, dass die Splittergruppe es sein würde, die ihren Gott vereinte, begann ihre eigene Jagd nach Artefakten. Die wichtigste Figur in der jüngeren Kirchengeschichte ist Robert Bumaro, ein mysteriöser Mann, der zunächst als Sammler von Gegenständen auffiel, die im Verdacht standen, mit der Kirche in Verbindung zu stehen. Er rekrutierte mehrere Vollstrecker und verstärkte die meisten von ihnen auf anormale Weise, bis sie in der Lage waren, mit ihrem Gott zu kommunizieren. Dies war für die zerbrochene Kirche ungewöhnlich, da sie im Gegensatz zur Zahnradorthodoxie in der Regel von künstlichen Verbesserungen abriet. Bumaro und seine Agenten waren in der Lage, fast 100 Artefakte von mutmaßlicher Bedeutung für die Kirche zu sammeln, bevor sie 1943 verschwanden. Er tauchte 1946 wieder auf und beanspruchte den Titel eines Führers der Kirche und Erbauer Gottes für sich. Bis zum heutigen Tag ist Bumaro nicht nur innerhalb der zerbrochenen Kirche, sondern auch unter allen anderen bekannten Konfessionen eine hoch angesehene Persönlichkeit. In den 1990er Jahren kam es zu einer weiteren Spaltung, obwohl die Konflikte innerhalb der Kirche bereits in den 1970ern begonnen hatten. Mit dem technologischen Fortschritt waren viele Mitglieder der bestehenden Konfessionen der Ansicht, dass die Dogmen überholt seien und dass die Kirche ihre Botschaft an die Zeit anpassen müsse. Die Einbeziehung elektronischer Geräte in die körperlichen Veränderungen war Grund für heftige Kontroversen in der orthodoxen Kirche, die in ihrem Verbot durch die Patriarchen als ketzerische Entwicklung gipfelten. Diese Ergänzung des Schemas führte zu zahlreichen Exkommunikationen und Austritten. Ähnlich wie im 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche Splitterzellen, wenn auch mit deutlich geringerem Erfolg bei der Sammlung finanzieller Mittel. Die meisten von ihnen würden sich schließlich in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre vereinigen und den Lehren einer Frau namens Heilige Hedwig folgen, um die Kirche des Maxwellismus zu gründen. Aus der Kirche erhaltene Informationen weisen auf Ähnlichkeiten zwischen der Heiligen Hedwig und der Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr hin, obwohl diese Verbindung nicht verifiziert werden konnte. Mit kommerziellen Kontakten zu wichtigen Akteuren in der anormalen Welt wie Prometheus Labs konnte sich die Kirche des Maximalismus bald als eine der wichtigsten Konfessionen der Kirche etablieren. Gegenwärtiger Status: Die Kirche des zerbrochenen Gottes hat heute schätzungsweise 300.000 Mitglieder. Es gibt eine Zunahme gemischtgläubiger Familien, da der Maximalismus versucht, die neueren Generationen mithilfe der populären Medien und des Internets zu missionieren, was sie zur größten Bedrohung für die Normalität unter den Konfessionen der Kirche macht, trotz eines relativen Mangels an militärischer Macht im Vergleich zu den beiden anderen Konfessionen. Die gegenwärtigen Operationen der Kirche konzentrieren sich auf die Inbesitznahme einer Insel vor der Küste Griechenlands. Die Gründe für das Interesse an dieser Insel sind derzeit unbekannt.